Ich will nicht noch mal fragen. Ich hab's doch gesagt. Das ist alles. Wo ist der Rest unserer Lieferung? Bitte. Er braucht meine Hilfe. So, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Spider-Man 2. Eine Menge Jäger für etwas Wodka und Kaviar. Komm. Bitte. Warum macht Kraven das alles jetzt? Das ergibt keinen Sinn. Niemand hört dich schreien. Okay, Eben noch jagt der Superschurken und jetzt. Ich stehe da so ein bisschen in dem Ding drin. Harry muss ihm im Zoo übel zugesetzt haben. Was war das? Ach, verdammt. Ich hab ihn! Lassen wir es. Sir, alles okay? Warum? Ziele sind wie sie. Kann ich von hier gerade mal schön. Ja, so. Hier! Ich kann das zu eurem Boss bringen! Das wollte ich eigentlich gerade gar nicht mit den Raketen, ja? Ach nee, ich hab die auch eingesponnen, ey. Was hat da gerade so geblätzt? Na toll, noch er und ich haben noch eine Rechnung offen. Ein Spin, kommt schon. Ihr wollt mir nichts sagen? Na schön. Ich sehe lieber mal nach dem Hafenarbeiter. Sie haben ihm zugesetzt. Ganz ruhig, dir geht's ziemlich schlecht. Ich helfe dir. Ins Krankenhaus, bitte. Nicht weit weg ist eins. Alles wird gut. Ich dachte, die würden mich umbringen. Was wollten die? Auf dem Weg hierher ist etwas Fracht verschwunden. Die dachten, ich war's. Du bist sicher. Okay, wohin muss ich jetzt? 718 Kind. Ich frage mich, wie es Harry ohne den Anzug geht. Hey Kumpel, wie geht's dir? Mir geht's gut. Was ist los? Kraven oder Kravinov veranstaltet eine Party in 718 Kent. Ich schau mal vorbei. Sieht aus wie eine Art Club. Moment, ich bin gleich da. Schon was los hier. Ich hoffe, unser VIP ist da. Sie sind noch aggressiver als sonst. Am besten nicht auffallen, dann gibt's keine Probleme. Wie kommst du rein? Durch die Küche. Zieh dich um. Der klassische Peter Parker-Look wird's nicht bringen. Schade, dass mein Smoking in der Reinigung ist. Aha. What? Wow. Ich bin ein Spion. Ein Spider-Spion. Der Anzug kann sich in ein Smoking verwandeln? Ah, hat er bei mir nie gemacht. Hey! Hey du! Komm mal her! Bring das zu Mr. Kravinovs Leibwächter. Seinem Leibwächter? Dima! Na los! Okay. Ich glaube, deine Schicht beginnt. Ja. Dann leg mal los. Dann suche ich mal Dima. Ist bereit. Wie können die so schnell essen? Lass sie nicht warten, los. Na, wieso kann sich denn jetzt fucking Venom einfach in den Anzug verwandeln? Was zum Teufel? War dann der Anzug, den Harry da hatte? Ja doch, müsste, ne? Er hatte ja auch, als Venom von ihm weg ist, hatte er ja auch nichts. Anderes da an. Ich bin ja von ausgegangen, weil das so, ne, dieses Agent Venom. Diese Rüstung, Kostüm war. Ja, bin ich eben davon ausgegangen, dass das. Dass er das vorher irgendwie angezogen hat und dann Venom dran und. Lol.
Bewegung, sonst breche ich dir was. Aber Venom hat das wohl selbst gemacht. Ein 100 Jahre alter Schlafpfeil wird nicht funktionieren. Und da bist du dir sicher, ja? Gut, dann zeig's mir. Ihm zeig ich's auch. Ja. Nimm ihn. Er soll sich winden. Das Gift ist uralt und du weißt nicht mal, wie man das Ding benutzt. Ein echter Jäger passt sich an. Schlaf gut, mein Freund. Die Jäger waren völlig verrückt. Bin überrascht, dass der Anzug auf mich gehört hat. Warum hat mein Anzug kein neurales Interface? Dann könnte ich mit Harry arbeiten, Held spielen und gleichzeitig Urlaub machen. Ja gut, dein Anzug ist generell so ein bisschen anders. Das am Podium ist wahrscheinlich der hier, ne? Ist einer der Schildträger angekommen? Ah ja, er ist im anderen Zimmer beim Feuer. Stößt Mr. Kravinov heute Abend zu uns? Es gibt einige, okay. Verdammt, Craven ist nicht hier. Schildträger? Hört sich nach einem Leibwächter an. Ich reiß ihn mit bloßen Händen auseinander. Wer ist er denn? Ach du Scheiße. Das muss er sein. Ihr Essen, Sir. Was soll das sein? Ich soll das Mr. Kravinovs persönlichem Leibwächter bringen? Wieso glaubst du, dass ich das bin? Weil sie, naja, groß sind? Dima hat Hunger. Du solltest jetzt gehen. Was für ein Zufall. Das wollte ich gerade tun. Er hat zu dem Raum hinaufgesehen. Ich muss den Aufzug finden. Wenn das der Schildträger ist, wie groß ist dann bitte Dima? Es ist zu unheimlich. Ich will ihm kein Essen mehr bringen. Stell nur den Teller hin und geh. Ganz einfach. Mal sehen, wie es dir geht, wenn du es machen musst. Platz da! Oh, sorry. Nicht sorry, verschwinde einfach. Auf dem Weg! Dieses Chaos hier. Wenn nicht alles perfekt ist, sind wir tot. Aus dem Weg. Nein, nicht, warte. Was stehst du denn auch direkt vor der Tür? Ich hab gesagt, warte. Hast du gar nicht. Ich habe nichts. Komm schon, komm schon. Seid still, alle beide. Sammelt schnell alles auf und weiter. Erst Dima finden, dann Craven und sein Lizard-Serum. Ganz einfach. Komm mal los. Du bist nicht zufällig. Dima. Mist. Oh, das erklärt das Geheimnis. Da ist jemand hungrig. Ein Tiger. Das ist neu. Was? Okay. Tiger. Geben wir dir mal was zu essen, das nicht nach Spinnen schmeckt. Das rohe Fleisch muss irgendwo sein. Da ist es. Was zum Teufel? Ich habe Infos, wo Craven ist. Aber zuerst muss ich einen Tierpfleger. Ist ein Jäger. So. Was war das denn? Das perfekte Essen für einen russischen Tiger-Leibwächter. Das klang schräg. Was zum Teufel, Junge? Diese Mahlzeit muss ich noch etwas verfeinern. Wo ist der schlafende Jäger? Hä? War das da hinten?
Ach so. Hä? Beim schlafenden Jäger ist viel los. Ach so. Ich meine den Typen. Okay. Aber... Zeit für Dima? Ach so. Für Peter. Der Fall funktioniert jetzt noch? Wenn das nicht klappt, bleibt nur noch die Nachspeise. Was war das denn jetzt? Hi Dima. Ich bin wieder da. Mit einem kleinen Snack. Leckerbissen vom Spidey-Koch. Was zum Teufel? Ist wohl zu cool für seine eigene Party. Ich sollte mich umsehen. Er könnte das Lizard-Serum hier versteckt haben. Aber hier ist auch einer nicht mehr so lebendig. Cool. Weit und breit kein Lizard-Serum. Aber was sind diese Tränke? Vielleicht ist er deshalb so abnormal stark. Ich wusste nicht, dass Jagen so existenziell sein kann. Er ist belesener, als ich dachte. Mit etwas Philosophie zwischendurch jagt es sich leichter. Kein Serum. Diese Medikamente dienen zur Chemo im Spätstadium. Sind das auch Cravens? Es ist Zeit zu beten. Mit diesen Worten eröffnete meine Mutter jede Jagd. Andere verbrachten die Nacht bei einem Festmahl und tranken sich ins Vergessen. Wir nicht. Nicht die Kravinovs. Für uns war die Jagd heilig. Eine Pflicht, die uns von einer höheren Macht auferlegt war. Raubtiere zwingen die Schwächeren dazu, stark zu werden. Wir formen die Welt, sagte sie immer. Bei Kerzenschein teilten wir das Pascha in unserer Kapelle. Fühlten, wie die Vorfreude in unseren Bäuchen wuchs. Waren bereit, unsere Ahnen zu ehren. Ihr Blut durch unsere Adern fließen zu spüren. Auch wenn sie nicht mehr da ist, setze ich diese Tradition fort. Die Feuer wurden entzündet. Die Kapelle ist vorbereitet. Heute Abend werde ich hoffentlich zum letzten Mal beten. Die Jagd beginnt und wenn ich nicht zurückkehre, umso besser. Okay. Die Kapelle ist bereit? Sophia ist nur ein paar Blocks entfernt. Dort muss Craven mit dem Serum sein. Dann mal los. Muss ihn gerade verpasst haben. Hat Craven gebetet? Ja, stimmt doch gerade da gerade. Craven hält sich also ein Tiger. Ergibt Sinn. Ja, also wenn man sagt, der Typ ist völlig daneben, ja, dann ergibt das Sinn. Das ist nicht, wonach es aussieht. Lasst ihn am Leben. Na toll. Okay, Anzug. Symbiontenwelle. Ah! Jetzt ist er im Rage-Mode wieder. Harry hat mir nicht gesagt, okay, dass sich das so anfühlt. Ich fühle mich so stark! Die Symbiontenwelle stärkt die Wucht deiner Angriffe enorm, solange sie aktiv ist. Löse sie aus, wenn deine Symbiontenwelle-Anzeige voll ist. Die seht ihr jetzt vermutlich die ganze Zeit nicht, weil meine Cam da normalerweise drüber ist. Aber ja, die ist halt da oben rechts. Okay, na gut. Achte ich drauf. Stört hoffentlich nicht so, dass das durch die Cam jetzt versperrt ist.
Das ist so ein bisschen wie Rage in God of War, habe ich so das Gefühl. Oh, das wollte ich nicht. Ach scheiße, ich hab das Falsche benutzt, nein. Schnell zur Kapelle. Das war lustig. Noch kein Kraven, aber ich glaube, ich weiß, wo er ist. Wie ist der Anzug? Komisch, als würde er mich kennen. Keine Sorge, ich kümmere mich um alles. Versprochen. Es ist still. Wir gehen wieder. Du bist es! Ich wusste doch, dass es zwischen uns gefunkt hat. Ich würde dich ja gerne besser kennenlernen, aber ich habe ein paar Dinge zu tun. Was kann ich parieren? Weißt du, dein Chef wird nichts Gutes im Schilde. Ah, ja, sollte ich vielleicht auch richtig machen, ne? Das ist meine Stadt, nicht sein Dschungel. Gut. Oh, Digga, wie viel Leben hat der denn? Und er hat sich brutal niedergestochen.
Ich möchte mit ihm reden. Besonders kann ich den hier, zack, und dann nochmal richtig drauf und... Oh. Soll das? Komm mal hoch, ne? So, wie machen wir das jetzt? Ah, geil! Hat er abgewehrt einfach so. Okay, klar. Finde ich nicht ganz toll alles. Ach komm. Noch mehr von denen. Was ist los? Komm schon. Boah, Junge. Zack. Ist ja schon wieder ganz weit weg, Digga. Wild. Mehr kannst du nicht? Digga, es sind schon wieder welche. Ach komm. Ach, ich habe auch schon wieder... Wie heißt denn das nochmal? Venom Rage nenne ich es jetzt mal. Okay. Geht doch. Das war jetzt genug, Trara. Wo ist Eingang? Hier. Na dann mal los. Ich möchte ein Serum für einen Dr. Connors abholen. Kraft hast zu beenden, was du begonnen hast.
Ich sehe einen Mann. Aber ich spüre eine Bestie. Warum setzt er es nicht frei? Ich bin nur hier, um meinen Freund zu retten. Wir bringen das später zu Ende. Lol. Du kannst es dir leisten, einen neuen Anzug oder eine Anzugvariante anzuprobieren. Harry! MJ! Vom Symbionten oder? Oder bin was? Unterwegs zur Emily May! Wie ist das gelaufen? Richtig gut. Mit Craven wurde es ein bisschen heftig. Er ist irgendwie stärker, als er aussieht. Ganz schön schräg. Hey, Hauptsache dir geht's gut und du hast das Serum. Super gemacht, Kumpel. Ich bereite alles vor. Okay. Es war total... Ich wollte Harry nicht beunruhigen. Es scheint, dass bestimmte Frequenzen beim Anzug zu Fehlfunktionen führen. Wie schlimm ist die Fehlfunktion? Geht so. Aber ich schaff das schon. Ich bin froh, dass es dir gut geht, aber pass dort draußen auf dich auf. Erzählst du mir, wie es im Labor war? Natürlich. Bis bald. Was ist das? Der... Spider-Drohne von irgendwem? Spider-Armor Mark II. Okay. Was ist das? Nochmal genau. Ich glaube, es gibt auch einen ähnlichen Anzug. Oder? Können wir jetzt sowieso mal gucken. Oder also vom Aussehen sah das gerade so ein bisschen aus wie der hier. Spider-Armor ist auf jeden Fall auf irgendwas Richtung... Richtung Iron Spider, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe, ich glaube schon, doch. Müsste. Lol? Wir haben sogar 99 schon? Überlegen. Übersetzung ist ja geil. Ich wollte schon sagen, das ist doch der Superior Spider-Man-Anzug. Okay. Scarlet Spider haben wir auch. Oh! Unglaublich zwei. Ey, ey, die deutschen Namen sind halt echt nicht so geil. Und Amazing Spider-Man 1-Suit haben wir sogar auch noch. Lol. Und hier ist Venom. Oh, ich würde ja gerne den Amazing Spider-Man 2 Suit nutzen. Der sieht zwar ein bisschen weird aus gerade. Der sieht in den Filmen geil aus. Es ist ein bisschen glänzender in Filmen, würde ich sagen. Also das Blau, finde ich. Aber ich würde sagen, einfach wegen der Story bleiben wir jetzt erstmal nochmal beim schwarzen Anzug. Ja? Können wir mal kurz schauen, was wir vielleicht hier noch so machen können. Fokus wollte ich ja unbedingt hier, dass... seltene Technikteile fehlen. Ach, komm. Ja, dann lassen wir es auch erstmal. Okay, für den Rest brauchen wir es vielleicht nicht, die Teile, aber also wenn, würde ich generell jetzt noch Ressourcen noch so aufsparen für den zweiten Fokusbalken, dass wir das mal upgraden können irgendwann. 4 Fertigkeitspunkte haben wir, okay. Der Spider-Sturm zieht Gegner von weiter entfernt zu Spider-Man. Oh, das ist gut, weil das ist mir schon öfters aufgefallen, dass es halt, ja, dann teilweise nicht so viel bringt, wenn die halt da, ne, nur nicht genau auf den Gegner oder auf mehrere gleichzeitig aims. So nimmt er natürlich mehrere mit. Spinnt die ersten drei getroffenen Ziele ein, ja, ja. Oh, das ist frei jetzt. Weil es eine Symbiontenattacke ist. Drücke L1 und Dreieck für einen Angriff auf Gegner zu, der sie erfasst und in die Luft schleudert. Was haben wir denn da aktuell noch? Das, ach so! Ah, dann wird das ersetzen. Ja gut, weiß ich nicht. Was gibt's denn generell noch für beide? Richtungsreißer, okay, ja.
Ja, weiß ich nicht. Oh, das ist eigentlich jetzt ganz gut, weil ich jetzt auch mal das Parieren richtig nutze. Oh, das ist auch nice. Okay, machen wir das noch und dann würde ich sagen, beenden wir hier diesen Part Spider-Man 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Ansehen. Bis zum nächsten Part und ciao.